Sie sind von der Arbeitsstelle für Jugendseelsorge der Deutschen Bischofskonferenz. Jetzt sind Sie erstmal hier in Leipzig. Wie gefällt es Ihnen denn soweit hier auf dem Katholikentag? Ja, wunderschön. Also ich komme ja ursprünglich auch aus dem Bistum Dresden-Meißen, von daher ist das Heimspiel hier in Leipzig, war schon oft in Leipzig und freue mich, dass jetzt hier auch der 100. Katholikentag zu Gast sein wird. Schön. Das Motto dieses Jahr lautet, seht, da ist der Mensch. Was verbinden Sie damit? Was bedeutet dieser Satz für Sie? Wir haben im Markus-Evangelium die eine Stelle, wo Jesus den Mann mit der verkrüppelten Hand in die Mitte stellt, wo es in der Einheitsübersetzung noch heißt, seht, also Jesus stellt einen Mann in die Mitte, aber in Wirklichkeit im Griechischen heißt es ein Mensch. Das heißt, Jesus stellt jeden einzelnen Mensch, besonders die, die am Rand stehen, in die Mitte, auch in die Mitte von Kirche. Und da müssen wir uns auch immer wieder fragen, ob die auch bei uns wirklich in der Mitte stehen oder eher doch am Rand. Das beherrschende Thema in den letzten Monaten sind natürlich die Flüchtlinge, die hier zu uns nach Europa kommen. Inwiefern spielt das eine Rolle in Ihrer Arbeit? Sie arbeiten ja mit vielen Jugendlichen. Wie ist da die Stimmung? Ja, stoßen die Flüchtlinge auf Akzeptanz und Unterstützung oder eher, wenn die eher abgestoßen? Ja, es stößt auf viel Akzeptanz. Also man fragt sehr viel, was können wir tun? Wie können wir Jugendliche, junge Flüchtlinge integrieren? Das ist eine Frage, die bei uns eine große Rolle spielt im Hinblick auf den Weltjugendtag, ist, wie können wir junge Flüchtlinge, junge syrische Christen, wie können wir die mit auf den Weltjugendtag bringen zum Beispiel? Das heißt, es ist die Frage, wie können wir integrieren, wie können wir sie in eine Wallfahrt mit einbringen, wie können wir auch was Gemeinsames erleben? Und über dieses gemeinsame Erleben, da geschieht natürlich dann auch wirklich Integration. Also nicht nur nebeneinander herleben in Parallelgesellschaften, sondern wirklich mit Jugendlichen konkret auch zusammen sich zum Beispiel auf den Weg nach Krakau machen. Aber was heißt das konkret? Was macht Ihre Organisation ganz konkret, um Integration zu gewährleisten? Also wir haben ein Referat für jugendpolitische Bildung. Da gibt es verschiedene Fachtage, die veranstaltet werden, um die unterschiedlichen Player zusammenzubringen, zu überlegen, wie können wir Jugendliche integrieren? Was geschieht überhaupt schon? Das ist nicht häufig im Mittelpunkt. Also wo leisten gerade Ordenshäuser, Klöster, wo leisten sie einen großen Beitrag davon, dass Jugendliche aufgenommen werden, junge unbegleitete Flüchtlinge aufgenommen werden? Wo geschieht das in Diözesen? Und diese Player auch zum Erfahrungsausschuss zusammenzubringen, das ist so unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht direkt mit jungen Flüchtlingen zu arbeiten. Dafür sind wir als Bundesstelle einfach auf einer anderen Ebene tätig, sondern wir versuchen zu vernetzen und versuchen durch diesen Erfahrungsaustausch, durch Fachtage hier etwas zu schaffen, wo was Neues wachsen kann letztlich in der Arbeit mit Flüchtlingen. Okay, hat sich denn in Ihrem Arbeitsalltag jetzt der Schwerpunkt wirklich verschoben und konzentrieren Sie sich jetzt mehr auf Flüchtlinge jetzt in den letzten Monaten oder ist es eigentlich wie immer, dass Sie jetzt nicht da viel mehr machen als sonst auch vor 2 Jahren oder so? Es hat sich in dem Sinn verschoben, weil die Anfragen dahingehend kommen. Also wenn man vor 2 Jahren im Weltjugendtag, weil das mein Hauptarbeitsschwerpunkt ist, organisieren konnte, ohne auf das Thema Rücksicht zu nehmen. Ja, da spielt das einfach keine Rolle. Kommen heute den Großteil der Anfragen im Hinblick auf dieses Thema. Also sowohl die Frage, wie geht Polen mit Flüchtlingen um, eine kritische Rückfrage, aber auch die Frage, wie können wir Jugendliche selbst mitnehmen. Das heißt, da müssen wir in Kontakt stehen mit dem katholischen Büro in Berlin, müssen mit dem polnischen Außenministerium überlegen, wie kann das funktionieren, dass auch Flüchtlinge, die jetzt in Deutschland sind, auch in diesem Schengen-Raum sich bewegen dürfen, dann mit der Aufenthaltsgenehmigung, um dann nach Polen auch teilzunehmen. Das heißt, dadurch, dass es da ist, können wir dem Phänomen nicht nur ausweichen, sondern ja, es ist so drängend und drückend, also es ist ein integraler Bestandteil der Arbeit einfach. Ohne das geht es gar nicht. Okay. Es gibt ja noch andere kirchliche Initiativen und Programme, um Flüchtlinge zu integrieren und einfach zu unterstützen. Sind Sie soweit zufrieden mit den Angeboten oder glauben Sie, dass man da mehr machen könnte von kirchlicherseits? Also ich glaube, wir können nie zufrieden sein, also weil Zufriedenheit bedeutet immer eine Art von Stillstand. Und ich denke, wir müssen noch mehr versuchen zu tun. Also das heißt, sowohl im interreligiösen Dialog, die Debatte, die jetzt auch angestoßen worden ist, wie geschieht das in Flüchtlingsheimen konkret? Wie kann da interreligiöser Dialog geschehen? Ich glaube, darauf müssen wir schauen, müssen wir auch von Jugendperspektive aus drauf schauen. Wie geht es jungen Flüchtlingen, die wenn Muslimen und Christen zusammenleben? Und ich glaube, diese Perspektive müssen wir einfach noch stärker ausbauen. Das können wir nicht ausklammern und sagen, die sind jetzt in Deutschland, sind einfach in Sicherheit, sondern da den Dialog untereinander, unter den Flüchtlingen untereinander zu fördern, unter die verschiedenen Religionen, aber dann auch noch mehr in die Gesellschaft hereinzutragen. Ich glaube, das sind wir erst am Anfang. Ja, das war ja auch jetzt in den letzten Wochen heiß diskutiert worden, ob da die Unterkünfte getrennt werden sollen zwischen christliche Flüchtlinge und muslimische. Also das klingt ja so, als wären sie eigentlich dafür, dass sie zusammen wohnen bleiben sollen. Ja, also ich würde es nicht trennen, weil wir auch in der Gesellschaft dann keine Trennung haben. Also wir leben hier ganz normal zusammen, Muslime und Christen, ist völlig normal.
Und das dann jetzt anzufangen zu trennen in Flüchtlingsunterkünften ist falsch. Vielmehr müsste man in Flüchtlingsunterkünften auch interreligiösen Dialog fördern, weil das dann in der Gesellschaft ja auch so weitergeht, da jetzt zu trennen. Einige bezeichnen ja die Flüchtlingswelle als Krise. Und andere sagen wiederum, es ist eigentlich, ne, das bietet viele Chancen. Wie sehen Sie das? Ist es eher eine Krise oder, ja? Ja, Krise ist überhaupt erstmal eine Grenze. Und an dieser Grenzsituation, an der wir sind, liegt letztlich an uns, ob es eine Chance draus wird oder ob wir in wirklich eine handfeste Krise schlittern, ja, wie wir es in Jahrhunderten davor in großen Migrationsbewegungen erfahren haben. Das heißt, es ist unsere Aufgabe, daraus auch eine Chance zu machen. Ja, wir stehen an dieser Grenze, zu sagen, wir haben 1 Million, 1,2, wie viele auch immer jetzt in Deutschland da. Und es ist aber unsere Aufgabe, auch unsere Aufgabe als Jugend, zu sagen, wir sehen daraus eine Chance und entwickeln auch Angebote. Mhm. Wir könnten uns auch zurücklehnen und sagen, es ist nur eine Krise und wir hoffen, dass die irgendwie vorübergeht. Aber daraus eine Chance zu machen, ist unser Job. Super. Jetzt von einem großen Ereignis zum nächsten. Sie sind ja im Organisationsteam des Weltjugendtags. Ja. Wie laufen da die Vorbereitungen? Wo stehen Sie gerade? Ja, also im Blick auf Krakau läuft super, wenn ich mir die polnischen Organisatoren anschaue. Also die tun alles Menschenmögliche, um da ja einen wunderbaren Weltjugendtag hinzubekommen. Papst Franziskus wird natürlich auch da sein. Und von deutscher Seite her kann ich sagen, alle Diözesen machen sich aus Deutschland auf den Weg. Ganz viele Verbände, Gruppen, Gemeinschaften, Ordensgemeinschaften, die sich auf den Weg machen. Also da merken wir schon, dass sehr viele Jugendliche aus Deutschland unterwegs sind. Und jetzt sehen wir, wie das genau aussieht. Wir haben hier zwei Jugendliche, die mit nach Krakau fahren werden, hier bei uns. Könnt ihr euch mal kurz vorstellen, wie heißt du? Hallo, ich heiße Franziska und komme aus Bonn. Ich heiße Angela und komme aus Duisburg. Ja, warum macht ihr denn damit? Warum fahrt ihr mit nach Krakau? Also ich war vor 10 oder jetzt mittlerweile 11 Jahren beim Weltjugendtag in Köln und das hat mir total gut gefallen, einfach so viele andere junge Menschen zu sehen, die auch an Gott glauben, dass man nicht alleine ist. Das möchte ich einfach nochmal erleben und deshalb fahre ich mit nach Krakau. Ja, ich fahre mit nach Krakau, weil ich sehr begeistert bin von Papst Johannes Paul II. Und er hat ja sehr lange dort gewirkt und ist auch der Patron des Weltjugendtages. Deswegen freue ich mich schon sehr darauf. Ja, ihr seht da so schick aus. Ihr habt ja so schöne Hüte an. Wollt ihr uns mehr dazu sagen? Also das ist der offizielle deutsche Pilgerhut. Also alle Deutschen beim Weltjugendtag werden an diesem Hut zu erkennen sein. Und so sind wir dann untereinander verbunden und wir dürfen den heute schon mal anziehen. Genau, der Pilgerhut ist ja das offizielle Zeichen eines Pilgers. Also der heilige Jakobus hat ja auch den Pilgerhut. Deswegen haben wir das sozusagen übernommen und sagen, wir geben allen deutschen Pilgerinnen und Pilgern den Pilgerhut mit. Als deutsches Erkennungszeichen zeigt die Farben Polens und die Stadtsilhouette Krakaus und auch die deutschen Farben als Erkennungszeichen in Krakau. Sehr schön, dann wünsche ich gutes Gelingen in Krakau. Dankeschön. Viel Spaß, ja, lasst es krachen. Danke. Und das war's dann erstmal. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Sehr gerne. Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter mit dem Präsidenten von Caritas Verband. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da.